Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Cosmic Sin, ein neuer Film mit unter anderem Bruce Willis. Und es geht darum, die Menschheit hat es mittlerweile geschafft, andere Planeten zu besiedeln. Und als dann ein Erstkontakt mit einer anderen Zivilisation entsteht, ja, kann man sich denken, ist sie natürlich bösartig und möchte die Menschen ja unterwerfen, in Anführungszeichen, wobei das nie ganz genau klar wird. Und ja, da geht es eben darum, dass sich mehrere Soldaten zusammentun, unter anderem auch ein eher in Ungnade gefallener Soldat, gespielt von Bruce Willis, die dann gegen die ankämpfen müssen. Und ja, wie sich rausstellt, wollen sie diese dann auch zerstören, weil anders ist es nicht möglich, die Menschheit zu retten. Das ist so die Grundstory und man muss sagen, es ist von der Idee gar nicht mal so schlecht, bloß dieser Film besteht fast nur aus One-Linern. Es fühlt sich an, als wenn Bruce Willis einfach nur ein Satzbudget hatte, im Sinne von, er darf nur so und so viele Sätze sprechen, danach ist das Budget von ihm aufgebraucht und sie dürfen ihn nicht mehr zeigen. Weil er sagt immer nur einen Satz, dann wartet man zwei bis fünf Sekunden, bis dann jemand darauf antwortet. Also es ist einfach ein sehr träge erzählter Film und dann geht es die meiste Zeit aber trotzdem nur ums Geballer, das eher so mittelmäßig aussieht. Denn die Effekte sehen manchmal ganz okay aus, aber an vielen Stellen auch einfach sehr, sehr günstig. Man merkt diesem Film an, wie wenig Budget er hatte, weil oftmals sind es einfach dann nur diese klassischen Lagerhallen, die mit irgendwie fancy Leuchtstoffröhren angeleuchtet wurden und da wurde jetzt eben drin gedreht. Das sieht halt einfach eher günstig anstatt hochwertig aus. Dementsprechend sind insgesamt die Effekte nicht wirklich gut. Das Schauspiel ist mittelmäßig. Zwar gibt es ein paar bekannte Gesichter, bekanntes ist Bruce Willis, der aber in seiner Rolle ganz gut funktioniert, das kann man schon sagen, aber er einfach zu wenig sagt. Und das wirkt ein bisschen seltsam. Der Rest redet viel, aber nichts wirklich von Bedeutung. Dementsprechend insgesamt kein guter Film geworden, weil er auch nicht mitreißend ist und mit 90 Minuten fast schon zu lang wirkt, weil er einfach nichts bringt im Sinne von einer originellen Geschichte. Und deswegen muss man sich das leider auch nicht anschauen. Schade, wäre einiges drin gewesen, weil auch manchmal die Kostüme, also diese Anzüge, eigentlich ganz cool aussehen. Aber es reißt der Film leider nicht raus. Dementsprechend nur 2 von 5 Punkten im Kino, hätte ich ihm nur 1 von 5 gegeben. Dementsprechend nicht überragend geworden, aber auch nicht wirklich gut. Also ja, ein Film, den man sich nicht anschauen muss, wenn man sich nicht ultramäßig dafür interessiert und seine Erwartungen etwas runterschraubt, dann ja, könnte das vielleicht für jemanden was sein, aber sonst eher nicht. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao! Girls with the nails done.